Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus Dönerbude. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Gestern hat die Walross Edition 5 geendet, an dem Tag, wo dieses Video hochgeladen wird. Und ich hoffe jetzt einfach mal, ihr habt sie alle gesehen. Vielleicht mit einem Ende, das ihr so nicht erwartet habt. Mit einem Cliffhanger. Bin ich nicht ein Arschloch? Danke. Ja, die Walross Edition 5 endet mit einem Cliffhanger. In Teil 6 wird sich das Ganze dann klären. Doch natürlich wird noch etwas Zeit bis dahin vergehen. Und deswegen reden wir heute darüber, was in der Zwischenzeit so passieren wird. Auch wenn ich sagen muss, ich glaube, das Video wird vielen von euch nicht so gefallen. Also fangen wir an. Ich muss die Kamera, glaube ich, ein bisschen mehr so drehen, sorry. Ja, Nummer 1 auf der Liste. Pokémon Mystery Dungeon Never Alone 2. Ich habe nach dem ersten Teil gesagt, jo, den zweiten werde ich auch als Hörspiel machen, aber schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Never Alone 2 und das Remake der ersten Walross Edition war ich bei beiden nicht wirklich motiviert. Das, was ich am Schreiben mag, ist wirklich kreative Eigenarbeit, neue Ideen einbauen, etwas Neues erschaffen. Und sowohl dieses Rewrite als auch Never Alone 2 beinhalten das einfach nicht. Das ist wirklich einfach nur, was schon mal veröffentlicht wurde, neu und anders zusammenfassen. Und dieser kreative Faktor fehlt mir einfach. Ich will sie auf jeden Fall irgendwann machen, aber bisher konnte ich mich nicht dazu motivieren, so leid es mir tut. Deswegen sind beide dieser Projekte erst einmal noch in der Zukunft. In einer Zukunft, keine Ahnung wann. Ob Never Alone 2 überhaupt kommt, muss ich ehrlich gesagt nochmal überlegen, weil die Geschichte ist zwar nicht so schlecht, wie ich dachte, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich als Hörspiel auf YouTube passt. Also, was gibt's noch? Sekunde. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Lullaby. Das kleine Seitenprojekt, das ich Anfang des Jahres war, glaube ich, angekündigt habe, wird dieses Jahr auf jeden Fall kommen, aber auch noch eine Weile brauchen. Ich habe schon Grundsätze, ich habe schon angefangen zu schreiben, allerdings soll es ja auch wirklich eine gewisse Länge haben und gleichzeitig muss ich es dann noch editen, ich muss es aufnehmen und editieren, Video draus machen, natürlich vorher erstmal fertig schreiben und es wird einfach noch eine Weile dauern. Außerdem hat sich der Plot von dem, wie ich es geplant hatte, etwas umgeändert und es ist einfach, es sind ein paar heftige Anspielungen auf Plot aus der 6. Walross Edition, der schon geplant ist, drin, weshalb ich es eigentlich ungern vorher bringen würde. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Das, worauf ihr wahrscheinlich am meisten wartet. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 6. Rise of Eternal Darkness. Das große Finale der Hörspielreihe. Das war echt eine Reise bis hierhin. Boah. 5 Hörspiele liegen hinter uns und jetzt ist es fast vorbei mit dieser großen Reise. Und ja, auch hier werde ich noch etwas Zeit benötigen. Die Walross Edition 6 soll einfach die beste werden. Sie soll ein würdiges Finale bilden. Der Plot soll alles sprengen und das wird er auch. Ich habe das schon genug durchgeplant. Die Walross Edition 6 soll mein Magnum Opus werden. Punkt. Aber dafür, ich bin einfach nur nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit für die Walross Edition 6. Gebt mir noch Zeit, ein paar Monate. Okay? Ja, und das war dann eigentlich auch alles, was ich heute zu sagen hatte. Ich hoffe, vielleicht hat euch diese Ankündigung trotzdem gefallen. Ich werde vielleicht in der freien Zeit jetzt eine kleine Spezialepisode schreiben oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich muss einfach mal gucken, was so kommt. Also bist du wirklich noch nicht bereit, die Wahrheit einzusehen? Du. Ja, ich. Wie bist du hier? Das weißt du selber besser als jeder andere. Das ergibt keinen Sinn.
Wie bist du hier? Leugne doch nicht, dass du die Wahrheit kennst. Leugne die Wahrheit nicht. Deshalb bin ich hier. Nein, ja. Du musst es verstehen. Wenn irgendjemand das verstehen muss, dann musst du das verstehen. Du musst verstehen, dass du die Wahrheit nicht verstecken kannst. Die Wahrheit schmerzt nun mal einfach. Warum? Warum siehst du das nicht von allen am meisten ein? Weil ich realistisch bin. Willst du etwa, dass es einfach alles jetzt schon... Bist du wirklich schon dafür bereit, dass die Wahrheit so ans Licht kommt? Ich weiß nicht, ob ich das wirklich jemals sein werde. Und genau das ist der Punkt. Du wirst nie bereiter sein als jetzt. Und die Wahrheit verstecken bringt auch nichts. Natürlich. Ich weiß ja, dass du recht hast. Ich kann mich nicht ewig verstecken vor der Wahrheit, aber... Ist wirklich jetzt schon die Zeit dafür? Meinst du wirklich? Ja, die Zeit dafür ist gekommen. Akzeptiere die Wahrheit, so wie sie ist. Gut. Gut. Du hast recht. Ich kann die Wahrheit nicht ewig verstecken. Irgendwann wird sie ans Licht kommen. Und ich muss zu meinen Fehlern stehen. Also. 2 Wochen. 17. Juli 2021. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 6. Rise of Eternal Darkness. Lernt die Wahrheit. Moin, jetzt noch als Nachtrag zu diesem Trailer. Ehrlich gesagt, hier ein neuer Tag, andere Belichtung, weil ich schlicht und ergreifend gestern vergessen habe, dass ich vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen sollte. Ja, die Walross Edition 6 ist bereits seit einer Weile fertig geschrieben. Sie war das Projekt, das ich anstatt Neverlone 2 und der Walross Edition 1 Remake angepackt habe, weil ich viel motivierter dafür war. Die Walross Edition 6 ist das große Finale der Pokémon Mystery Dungeon Walross Editionsreihe. Und bildet wirklich auch ein Finale, von dem ich hoffe, dass auch ihr denkt, dass die Reihe es verdient hat. Die Geschichte wird in 2 Teile unterteilt sein. Und zwar einerseits in Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 6 Rise of Eternal Darkness und einmal in Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Scheiße. Also Pokémon Mystery Dungeon Edition Finale. Und ich bin wirklich so schlau, dass ich im Video den Untertitel für das Finale vergessen habe. Ich meine natürlich, der Name des Finales wird eine Überraschung für euch sein. Naja. Ehrlich gesagt, es ist echt eine Mischung zwischen beiden. Ich wollte den sowieso hier nicht sagen, aber ich habe ihn gerade tatsächlich auch vergessen, lol. Und ja. Das Finale wird noch einmal abgespalten sein. Es wird ein Epilog geben, anders als in Teil 5, was man, denke ich, auch erwarten kann bei Teil 6. Dieser Epilog wird dann offiziell auch zum Finale und nicht zu Teil 6 gehören. Auch wenn natürlich das Finale offiziell zu Teil 6 gehört, auch wenn es nicht im Namen steht. Also, ich hoffe, ihr seid gehypt, wenn in etwa 2 Wochen... die letzte Walross-Edition beginnt. Bis dann.